Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video mache ich weiter mit meiner Berichterstattung von der Fischer Random Weltmeisterschaft in Reykjavik. Dritter und letzter Tag der Vorrunde. Wir schauen uns eine Partie an aus der Gruppe B zwischen Magnus Carlsen und Wladimir Fedoseev. Am Ende des Videos schauen wir natürlich auf die Ergebnisse und dann auf die Paarungen der K.O.-Runde, Halbfinale etc. Carlsen und Nakamura in Gruppe B, die Favoriten, waren in Führung vor dem letzten Tag, aber Fedoseev knapp dahinter hatte noch eine Chance, insbesondere Magnus Carlsen einzuholen, wenn er im direkten Duell gegen ihn gewinnt. Deswegen war natürlich das Match sehr, sehr wichtig zwischen den beiden und da gehen wir jetzt mal rein. In dieser Partie hat Magnus Carlsen Weiß. Wir sehen die Stellung natürlich ausgelost bei Fischer Random. König hier, C1, zwischen den Türmen direkt. Das ist immer schwierig zu rochieren hier. Ne? Dafür muss auf jeden Fall der Turm auf D1 verschwinden. Beziehungsweise die vier Figuren müssten ihre Grundstellung verlassen. Dann könnte Weiß mit dem König nach G1 rochieren. Das wäre die G-Rochade. Wenn alle fünf Figuren nicht mehr auf ihrer Stelle, in ihrer Grundstellung wären, dann könnte Weiß die C-Rochade machen. Dürfte dieser Turm hier rot markiert nach D1. Also sind im Prinzip die gleichen Regeln wie beim normalen Schach. Ist natürlich nur ungewöhnlich, man muss ein bisschen umdenken, aber es gelten ansonsten eigentlich die gleichen Regeln wie beim normalen Schach. So, das wird uns in der Partie nochmal beschäftigen, das Rochade-Thema, da komme ich später nochmal drauf zu. Wie hat Magnus Carlsen jetzt diese Partie begonnen hier? Mit E4. E4 stellt einen Bauern ins Zentrum. Auch im Fischer Random ist das Zentrum sehr, sehr wichtig. Und es ist wichtig, direkt Diagonalen zu öffnen, Platz zu machen für die Figuren. Ein weiterer Zug, glaube ich, der häufig gespielt wurde am letzten Tag, war G4 in dieser Stellung, um direkt die Diagonale für die Dame zu öffnen. Sieht sehr, sehr logisch aus. Öffnet auch hier dem Läufer die Diagonale. Aber Carlsen wählt E4. Es geht weiter mit D5 hier, das ist die Antwort für Fedoseev. Interessant. Carlsen verzichtete jetzt auf das Schlagen. E schlicht D5 ist aber wahrscheinlich der beste Zug. Turm schlicht D5 ist interessant, scheitert aber wahrscheinlich an G3. Angriff auf den Turm. Man könnte jetzt die Rochade machen hier mit Schwarz schon. Man hätte dann super die Türme postiert. Gibt ein kleines Problem aber und das lautet Läufer G2. Mit Angriff auf den Turm und dahinter ist der Bauer B7. Und wenn der Turm nach B5 geht, um den zu decken, dann kommt sowas wie A4. Dann wird der Turm gejagt hier. Und das ist ganz, ganz schlecht für Schwarz. Das heißt, Schwarz hätte wahrscheinlich hier Springer F6 spielen sollen und dann mit dem Springer hier schlagen. Carlsen verzichtete auf das Schlagen, spielte G3. Deckt den Bauern mit der Dame. D schlicht E4, Dame schlicht E4. Springer F6 greift die Dame an. Dame E2 zurück. E6. Diese Stellung bewertet Stockfisch 15 schon mit relativ großem Vorteil für Weiß. Ich glaube, das liegt daran, dass Weiß hier deutlich mehr Raum hat und Schwarz im Zentrum nicht so richtig Fuß fassen kann. Es geht weiter mit Springer F3, Entwicklung. Läufer D6. Springer B3 bringt erstmal die Springer ins Spiel beide. Dame F8. Ja, es ist ganz schwierig hier für Schwarz die gute Züge zu finden. Ne? Man würde gerne eigentlich die G-Rochade spielen mit Schwarz, um den König in Sicherheit zu bringen, hier auf G8. Aber die Dame, ne, wo soll die hin? Sowas wie H6, Dame H7 könnte man sich überlegen. Vielleicht Läufer C6, den Turm wegziehen und dann vielleicht die C-Rochade. Dauert alles sehr lange, ne? Fedoseev spielt Dame F8. D4. Besetzt das Zentrum. Springer B6. C4. C4, es ist verführerisch, ne? Man möchte hier C5 spielen mit Gewinn. Ich mach mal die Engine an, habe ich vergessen. Sorry. Mit C5, dieser Bauerngabel hier. Deswegen Läufer B4. Läufer B4, Dame B4. Greift hier den C4 an. Der ist aber zweimal gedeckt. Also kein Problem. Springer C5. Weiß möchte A3 spielen, die Dame vertreiben. Deswegen hat er den Springer nach C5 gestellt, damit er nicht mehr angegriffen ist. Springer A4 greift den Springer an.
A3 greift die Dame an, Dame B6 zurück, jetzt droht Springer Schlicht C5. Der Springer ist gedeckt hier vom Läufer, deswegen Springer D3 zurück. Und das sieht wieder gut aus für Weiß. Zwei Bauern im Zentrum und Schwarz hat immer noch das Problem, wohin mit dem Läufer auf E8? Der Turm auf D8, der Turm auf B8 hat noch nicht gezogen. Weiß hat das gleiche Problem, aber wir werden gleich sehen, der Läufer kann nach G2 oder H3 und dann können wir hier die G-Rochade spielen mit Weiß. Es ging ja auf jeden Fall weiter mit C5. Angriff auf das weiße Zentrum. Sieht sehr logisch aus und jetzt wird es halt super konkret und taktisch und beide müssen gut rechnen. Und Carlsen findet hier den besten Zug und der lautet D5. Starker Zug. Greift den E6 an. Ist aber ein Bauernopfer. Schwarz nimmt es an. E schlicht D5. Jetzt kommt aber Läufer H3 Schach. Aus dem Nichts. Läufer D7. Läufer schlicht D7. Springer schlicht D7. Ja, hier ist das Problem, dass Turm schlicht D7 nicht so gut geht wegen Springer DE5. Und auf Turm E7 kommt Dame C2. Angriff auf den Springer auf A4, der D5 hängt, H7 hängt nicht, aber der D5 hängt dann. Ne? Dame A6 und dann C schlicht D5. Und hier kann Schwarz zwar die C-Rochade machen, aber es gibt hier schon riesige Probleme nach D6, ne? Taktischer Natur. Fedoseev nahm mit dem Springer. Und jetzt spielte Weiß die sogenannte G-Rochade. Boom. Das sieht immer lustig aus, wenn diese Rochade erfolgt, ne? So von einem Prinzip von fast ganz links nach ganz rechts. Das war aber nicht der beste Zug hier. Der beste Zug ist hier Springer F4. Das hat er übersehen. Mit Angriff auf den Bauern D5. D4 ist laut Engine der beste Zug. Und jetzt hier jetzt die Rochade, die G-Rochade. Turm F8 und jetzt Dame C2 mit Doppelangriff hier. Das ist eine der Varianten und Weiß hat großen Vorteil. Dame A6, Dame H7. Ja, halt erstmal einen Bauern mehr. Der G7 hängt Springer. D5 ist eine Idee. Weiß steht hier sehr harmonisch. Aber Carlsen spielte halt nicht Springer F4, sondern sofort diese G-Rochade. Ne? Und natürlich, König und Turm stehen dann auf den üblichen Feldern, wie bei der normalen Rochade, wie bei der Rochade, die man vom normalen Schach kennt. Also, genau, also König G1 und Turm F1. Und ihr seht, die Grundreihe ist komplett frei, ne? Da darf nichts stehen, wie beim normalen Schach. Okay. Es ging jetzt hier weiter mit D schlicht C4. Nimmt den Bauern weg, Springer F4. So, und hier gibt es einen großen Unterschied. Schwarz kann nicht die G-Rochade machen, weil die Dame hier das Feld E8 kontrolliert. Das ist natürlich nervig. Ne? Man darf natürlich nicht durch ein Feld die Rochade durchführen, das vom Gegner kontrolliert wird. Das ist eine normale Rochaderegel. Die gilt hier auch. Auch wenn es das Feld E8, ja, klar, auch warum nicht das Feld E8? Ist ja egal. Weiß kontrolliert dieses Feld. Das ist natürlich nachteilig hier für Schwarz. Der zwei Bauern mehr hat, aber totale Disharmonie. Ne? Dame C6, und das ist ein Fehler hier, Dame C6. Man hätte Dame F6 spielen müssen hier mit Weiß. Dame schlägt C4 und dann Springer B6 zurück. Dame E4, Turm H8 und dann die C-Rochade. B4, C4, Springer D5, Dame E6 und so weiter. Und dann mit der Idee halt hier zu rochieren. Das ist gleich. Wo ist der Unterschied zu Dame C6? Ja, F7 wird nicht gedeckt. Das ist der große Unterschied. Wir werden gleich sehen, was passiert. Turm BD1. B5. Springer G5. Das ist ein Riesenunterschied. Hier hängt der Bauer F7, leider. Ja, und Schwarz kann den Bauern jetzt nicht vernünftig decken. Auf Turm F8 kommt einfach Springer F7. Trotzdem, Turm F7, Dame E8, Schach mit Doppelangriff hier. Und Gewinn der Qualität. Und auf Dame F6 kommt Springer E4. Dame schlicht B2, Springer D6 Schach, König C7, Turm D2, Dame nach E5 und hier Springer schlicht B5 Schach ist eine Gewinnvariante, Turm B5, Turm D7 Schach und dann Dame schlicht E5 im nächsten.
Also dieses eine Tempo hier war entscheidend. Schwarz hätte sofort Dame F6 ziehen müssen, den Bauern decken, stattdessen Dame C6. Wie gesagt, Turm D1, B5, Springer G5, greift den F7 an und er kann ihn nicht vernünftig decken. Es kam König B7, er läuft weg, aber Springer schlägt F7, Turm F8 und jetzt Turm D6. Wir sehen, Weiß steht inzwischen komplett auf Gewinn, auch laut Engine Balken. Wenn die Dame zurückgeht, ja, was soll die machen? Dame C7 kommt, Dame F3 Schach, König C8 und hier Turm C6 mit Gewinn der Dame. Schwarz probierte noch Turm BE8 mit Gegenangriff auf die weiße Dame. Aber hier kommt Dame D2 einfach. Jetzt hängt der Springer, der die Dame hängt und es ist vorbei. Dame C8, Dame D5 Schach noch für die Galerie und danach kann man auf D7 nehmen oder wenn der König nach C7 geht, Turm C6. Und Weiß gewinnt. Hier gab Fedosejew schon nach 22, 23 Zügen auf. Ja, das ist natürlich typisch für Chess960 eher oder für Fischer Random. Hier kann man häufig hin und wieder passieren solche Sachen, dass man schneller gewinnt. Und wir schauen jetzt mal auf die Ergebnisse des dritten und letzten Vorrundentages. Hier die offizielle Webseite. Die Ergebnisse hier, 27. Oktober. Gruppe B, fangen wir mit der Gruppe B an, weil wir da waren. Fedosejew, Carlsen, Remis, Carlsen, Fedosejew 1-0. Und dann Carlsen, Nakamura, zweimal Remis. Ich glaube, alle Partien zwischen Carlsen und Nakamura endeten Remis. Also sehr, sehr gleichwertig, diese beiden Spieler. Und die waren letztendlich auch die dominierenden Spieler in der Gruppe B. Carlsen holte einen halben Brettpunkt, sagt man normalerweise, also einen halben Partiepunkt mehr. Aus den, wie viele Partien waren das? Oh Gott, 16, ne? Nee, kann schon nicht mehr zählen. Wie viele Partien haben die denn gespielt in der Vorrunde? 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 natürlich. 6 Matches, A2, ja, 12. 8 Punkte hat er geholt, aber 9 Matchpunkte. Beide 9 Matchpunkte. Carlsen aber 8 Punkte aus den 12 Partien. Nakamura 7-mal. Die beiden haben sich fürs Halbfinale qualifiziert. In der Gruppe A war, wir schauen direkt auf die Tabelle, Abdusatorov, der absolut überragende Spieler, 5 Matches gewonnen, beziehungsweise 4 gewonnen, 2. Ne, 5 Matches hat er gewonnen und eins gegen Wesley So verloren am Ende, glaube ich. Überragend, 10 Punkte aus 12 Partien. Jan Nepomniachtchi 7 Punkte und Wesley So ist im ausgeschieden, der amtierende Weltmeister, nicht ins Halbfinale. Es geht aber weiter mit Halbfinale Carlsen gegen Nepomniachtchi und Abdusatorov gegen Nakamura. Die anderen spielen auch nochmal um Platz 5 und um Platz 7. Das heißt, Matthias Blühbaum hier, der deutsche Großmeister, spielt gegen den einheimischen Jorvar Steinar Grettersson. Immerhin hatte Matthias Blühbaum 3 aus 12 geholt von den Partien, aber nur einen Matchpunkt am Ende. Ganz zum Schluss gegen Fedosejew noch ein 1-1 gespielt und dann auch einen Matchpunkt geholt. Ich werde weiter berichten. Es geht auch um 400.000 Dollar insgesamt, 150.000 Dollar für den ersten. Ist ein interessantes Turnier. Mir kribbelt schon wieder so ein bisschen in den Fingern, Chess 960 zu spielen auf einer der Plattformen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Lust auf Random Fischerschach, verfolgte meine Videos, sagte, okay, nehme ich mit, aber ich selbst spiele das gar nicht. Ist natürlich ungewohnt, ne? Wenn man schon mit dem normalen Schach überfordert ist, ne? So wie wir alle eigentlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und checkt auch gerne meine anderen Kanäle aus, der Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Macht's gut, bis dann.